Die grundsätzliche Aufgabe von Journalisten ist es zu berichten. Das ist sozusagen die Pflicht. Die Kür allerdings ist, wenn Journalisten durch ihre Recherchen etwas aufdecken, das andere lieber im Verborgenen halten wollen. Für große Enthüllungen gibt es in der Regel große Anerkennung, manchmal sogar Preise. Davon allerdings sind zwei Journalisten, die für Zeit Online und Spiegel den sogenannten Sachsensumpf aufgedeckt hatten, weit entfernt. Statt Anerkennung haben sie eine Strafanzeige kassiert. Statt auf einer Preisverleihung stehen sie jetzt vor Gericht. Und ihnen droht, das wissen wir seit heute, eine hohe Geldstrafe oder sogar Gefängnis. Jasmin Klofter und Jenny Witte über einen wohl einmaligen Vorgang in der Geschichte des deutschen Journalismus. Sie sollen bestraft werden. Die freien Journalisten aus Leipzig, Arndt Ginzel und Thomas Datt. Wegen ihrer Arbeit wird ihnen der Prozess gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das am Anfang nicht ernst genommen, weil ich dachte, das ist ja lächerlich, das ist absurd, was uns da vorgeht, das stimmt ja hinten und vorne nicht. Die Frage, wofür wir jetzt bestraft werden sollen, die muss man der Staatsanwaltschaft stellen. Die Frage muss man dem Richter stellen, sollte er zu einer Verurteilung kommen. Für uns wäre es unerklärbar, wenn wir bestraft werden würden. Die Journalisten haben sich 2007 mühsam durch den sogenannten Sachsensumpf gegraben. Ein ominöses Geflecht aus Rotlichtmilieu, zwielichtigen Immobilienhain und hochrangigen Vertretern der Justiz. 1993 flog in Leipzig ein illegales Bordell auf. Dort wurden Minderjährige zum Anschaffen gezwungen. Auch der Verfassungsschutz untersuchte und legte ein umstrittenes Dossier vor. Also Ausgangspunkt unserer Recherche war die Frage, was ist eigentlich dran an diesen Verfassungsschutzakten, die hier überall kursierten? Was ist dran daran, dass sozusagen hohe Juristen in einem minderjährigen Bordell waren? Und dazu haben wir die Urquellen aufgesucht und haben sie dazu befragt. Wir haben herausgefunden, dass es zwei Frauen gibt, die als 16-jährige Schülerin Anfang der 90er Jahre im Leipziger minderjährigen Bordell Jasmin anschaffen mussten, dass die zwei hochrangige Juristen auf Bildern als Freier wiedererkannt haben. Die Benannten bestreiten das natürlich, die Frauen bleiben dabei. Im Spiegel erschien dieser brisante Stoff im Januar 2008. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden in einem zweiten Artikel bei Zeit Online kritisch beleuchtet. Doch deshalb hinterfragt in Sachsen die Staatsanwaltschaft die eigenen Ermittlungsergebnisse nicht. Stattdessen gerieten die Journalisten unter Druck. Die Journalisten sind angeklagt, in jeweils zwei Fällen eine üble Nachrede bzw. eine Verleumdung begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass beide Journalisten entsprechend der Anklage auch verurteilt werden. Der Prozess, ein ungewöhnlicher Vorgang, meint Strafrechtsexperte Gerhard Strate. Normalerweise wird gegen journalistische Berichte das Presserecht und nicht das Strafrecht angewandt. Wenn tatsächlich ein Artikel falsche Behauptungen enthält, möglicherweise auch ehrenrühriger Art, dann ist es das Übliche, dass zunächst eine Unterlassung beantragt wird, also im Wege einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht, also bei einem Zivilgericht. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert, das der Rechtsstaat hat, um Fehlverhalten zu sanktionieren. Und ich finde es sehr bedenklich, dass in diesem Fall eben mit diesem schärfsten Schwert gearbeitet wird und das nicht presserechtlich vorgegangen wird. Denn durch das Strafrecht werden Journalisten ganz persönlich angegangen und nicht ihre Redaktionen oder Verlage. Besonders bei freien Journalisten hat das weitreichende Konsequenzen. Erstens, man kann so ziemlich das Redaktionsgeheimnis vergessen. Man muss sozusagen ziemlich alles offenlegen. Und das Zweite ist, dass man natürlich sich immer wieder mit der Frage beschäftigen muss, inwieweit muss ich meine Quellen schützen? Muss ich sozusagen beispielsweise für meine Quellen, um sie zu schützen, im Zweifelsfall eine Verurteilung riskieren? Journalisten könnten überlegen oder könnten befürchten, dass sie Schwierigkeiten bekommen, strafrechtliche Schwierigkeiten bekommen, wenn sie recherchieren. Und das unterlässt man das doch dann lieber, wenn man befürchten muss, einen Strafprozess zu bekommen, weil man recherchiert, dann recherchiert man eben nicht. Im Prozess im Amtsgericht Dresden treten auch zwei Nebenkläger auf.
die Richter aus den Recherchen der Journalisten. Doch ausgerechnet diese Justizexperten gehen nicht presserechtlich vor. Erklärungsversuche der Anwältin. Jedes Mal müssen Sie erstmal ein paar tausend Euro auf den Tisch legen. Das machen Sie nicht, wenn Sie ein normales Richtergehalt haben. Auch nicht dann, wenn Sie R3 haben. Was kriegen Sie da? Aber trotzdem ist es allen betroffen. Strafrecht statt Presserecht, nur weil es billiger ist. Doch auch das Presserecht kostet nichts. Man müsste sich nur sicher sein und gewinnen. Bei den Verfahren in Dresden gibt es noch mehr Merkwürdigkeiten. Wir haben eine Staatsanwaltschaft, die uns verfolgt für einen Artikel, in dem wir sie kritisiert haben für ihre Arbeit. Das sind unsere Ankläger. Ja? Wir haben ein Gericht, an dessen Spitze sozusagen eine der belasteten Personen steht, die also im Zuge der Sachsensumpf-Affäre eine zentrale Rolle spielte. An dessen Gericht findet unser Prozess statt. Was hier am meisten mich irritiert, ist einfach der Umstand, dass es ja Personen sind, unmittelbar aus der Dresdner Justiz, die dort belastet werden, die sich gekränkt fühlen in ihrer Ehre. Und dass dann diese Sache auch von der Staatsanwaltschaft in Dresden und schließlich durch das Amtsgericht in Dresden bearbeitet wird. Doch die Staatsanwaltschaft in Dresden sieht darin überhaupt kein Problem. Befangenheit kann sie nicht erkennen. Meines Erachtens liegt eine Befangenheit nicht vor. Der zuständige Strafrichter ist zwar Mitglied des Gerichts, in dem eine Person, die auch in diesem gesamten Verfahren beziehungsweise in dem ganzen Diskussion um den Sachsensumpf eine Rolle gespielt hat. Jedoch arbeitet jeder Richter frei und unabhängig. Doch für wirklich zweifelsfreie Unabhängigkeit des Richters hätte die Justiz leicht sorgen können. Es wäre eigentlich üblich in einer derartigen Konstellation, dass der zuständige Generalstaatsanwalt die Sache an sich zieht und sagt, das wird jetzt hier nicht von der Staatsanwaltschaft in Dresden bearbeitet, sondern beispielsweise von der Staatsanwaltschaft in Görlitz oder Chemnitz oder auch Leipzig. Das hätte er ohne weiteres tun können. Das wäre auch das übliche und korrekte Vorgehen. Warum es dazu nicht kam, auch das soll ein Untersuchungsausschuss herausfinden. Viele offene Fragen im ominösen Sachsensumpf. Umso wichtiger, dass sich Journalisten nicht einschüchtern lassen. Wir werden zur Not auch bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, weil es kann nicht sein, dass elementare Arbeitsgrundlagen wie Recherche und, sagen wir mal, Verdachtsberichterstattung auf diese Weise einfach ausgehebelt werden.